Okay, gegen die Wand rennen funktioniert auch nicht. Was soll ich hier machen? Wenn man fragen dürfte. Warte mal, einfach in die andere Richtung rennen mal. Ach. Das war sogar richtig. Wenn ich jetzt wieder in die Richtung renne. Alter, wie geil ist das denn? What the fuck? Das war... What the fuck? Was geht denn hier ab? Er darf nicht. Was darf ich nicht? Kiffen, rauchen, Drogen nehmen. Er kommt, um wer seid ihr? Meine Mutter. Was? Ich laufe einfach geradeaus. Okay, okay. What the... Was zur Hölle? Was ist das? Ist, hallo? Ist das noch Metro, was ich hier spiele? Oder irgendein Amnesia oder keine Ahnung. What the fuck? Was hier? Achso, dann muss ich drüber springen. Na gut. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint. Was geht denn jetzt ab? Was, warum bauen sich hier Steine auf? Wie in diesem Spiel da Bestien oder so. Aber das sieht geil aus, Leute. Oh, das ist episch. Das ist mein Commentary gegen... Das ist eh immer scheiße, aber jetzt ist es total scheiße. Im Vergleich zu dem Spiel auch. Verdammt, wo soll ich denn... Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, geradeaus war blöd. Mach einfach noch da. Hüpf. Hüpf. Nee, da bin ich ja gar nicht lang. Alter, kann man jemand diese komische Stimme ausmachen? Die nervt langsam irgendwie schon so ein bisschen. Ah, Hilfe. Ich krabbel hier über Boden. Über Boden. Über den Boden. Was ist das? Meinst du, dich töte so? Okay. Er darf nicht. Bist du feindselig? Ja, nee, du bist feindselig. Nee. Hallo, du bist feindselig. Bist mir böse. Was? Wie? Achso, ich bin tot. Na gut, ich war ja hier gerade hier so ein bisschen... Ich war einfach die Frage, ob es feindselig ist. Aber ja, es ist feindselig. Oh, kann man ja nicht wissen. Bessere Waffen werden von Händlern verkauft. Ach, das brauche ich jetzt auch noch. Ach, hier wieder. Na gut. Soll mich nicht direkt stören. Weil es einfach episch aussieht. Das sieht echt... Das ist doch geil. Wie sich hier dieser Weg zu ebnet zu sehen. Auch dazu, die Sounds sind auch nicht schlecht. Das Einzige, was so ein bisschen störend ist, meiner Meinung nach momentan, ist die Stimme. Weil die sich halt echt die ganze Zeit wiederholt. Ach, hier lang, stimmt. Hüpf und wo ging es hier nochmal da lang? Stimmt ja. Und ja, tue ich das halt, ne? Was macht er denn, wenn ich euch zerstört habe? Ne? Warte mal, ja. Danke, Mann. Ist es feindselig? Töte es. Wenn du willst. Dann ich töte es. Gib mir doch lieber deine Pumpe, die du da auf dem Rücken hast. Warte mal. Was darf ich nicht? Wo habe ich jetzt gegen geschossen? Gegen den Nasales? Zielsequenz abgeschlossen. Ich habe auf den Nasales geschossen. Die Raketen sind unterwegs.
Oder war das Miller? Oh, Raketen. Ja, da hinten kommen sie. Boah, das sieht genauso episch aus wie allgemein das gesamte Bild hier. Ich sag jetzt einfach mal nichts mehr. Ein weiser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Tja, das werden wir ja vermutlich dann im nächsten Spiel herauskriegen. Nämlich Metro Last Night oder Last Light, ich weiß es heute immer noch nicht. Ja, ganz simples hier Fazit eigentlich zu dem Spiel, es ist episch, es ist einfach nur genial. Grafik ist auch stimmig, also ist eindeutig jetzt nicht schlecht oder so, ist für die Zeit, also es ist jetzt auch schon ein bisschen älter, das Spiel ist grandios gewesen. Jetzt hängt so ein bisschen den heutigen Grafiken halt hinterher. Hier Battlefield 3 oder so, Crysis hängt es noch ein bisschen hinterher, aber gut, Crysis und Battlefield sind so diese extrem Grafik-Dinger, aber Grafik ist ja nicht so wichtig. Und wie gesagt, die Story ist einfach genial. Wendungen gab es zwar jetzt meiner Meinung nach nicht so direkt, also es gab jetzt nicht irgendwie so, wo die Person, wo Artyom sich irgendwie gedacht hat, eventuell ist es ja scheiße, was ich hier mache, eventuell sollen die Menschen irgendwie nicht hier auf der Welt sein oder sonst was, ne? Im Vergleich zum Buch kann ich jetzt nichts sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, ich besitze es noch nicht einmal. Aber wie gesagt, ich fand persönlich das Spiel eindeutig richtig schön. Also wie gesagt, einfach die Atmosphäre war schön einfach. Das war einfach schön, das Spiel, Story super und so weiter und so fort. Ich kann eigentlich nur eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen, dass das, wer es noch nicht gekauft haben sollte, sich dringend nachholen soll, um die Entwickler zu supporten, also dass die noch mehr so geile Spiele raushauen können und nicht irgendwann in diese, wir sind total kommerziell Schiene reinkommen, sondern wissen, dass Qualität auch belohnt wird. Hoffe ich doch mal. Natürlich haben wir auch viele schon das Spiel, aber ich sag's einfach nochmal, wer es noch nicht hat, sollte sich vielleicht zulegen. Ja, das war dann das Let's Play von einem der epischsten Spiele, die es gibt. Nämlich Metro 2033. Ja, was kann ich noch sagen? Ich kann eigentlich jetzt nur noch sagen, dass das Spiel richtig geil wird. Jetzt nach diesem Part, glaube ich, lasse ich mal 2 Tage kein Hauptprojekt laufen. Und dann kommt das Hauptprojekt dann aber auch. Das nächste. Das werde ich jetzt dann morgen aufnehmen und das interessiert euch eh nicht. Weil ich habe jetzt hier gerade eine Stunde noch auf... keine Ahnung, wie lange habe ich aufgenommen. Wie lange habe ich aufgenommen? Eine knappe Stunde habe ich aufgenommen. Keine Stunde, halbe Stunde, keine Ahnung, ist ja auch egal eigentlich. Eigentlich will ich nur damit sagen, dass das Spiel eindeutig geil war, um es nochmal so zu sagen. Und freut euch bald auf ein weiteres Projekt. Metro Last Night wird natürlich auch gezockt, wenn es rauskommt. Da gibt es keine Frage. Und naja, wir sehen uns dann bei anderen Projekten oder wenn ihr dann irgendwann mal vorbeischaut, irgendwo anders halt. Naja, ist ja egal. In diesem Sinne, Leke Moon Down. Ciao Leute, euer Hubert Schubert. Bis denne. Falsche Taste. Okay, nochmal.
Das Spiel ist episch, kauft es euch. Bitte, 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 bitte. Ich will jetzt hier eigentlich wenig Schleichwerbung machen, aber das muss man halt machen, weil das Spiel einfach genial ist. Also, jetzt noch einmal, in diesem Sinne, Linke Boom Down. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Hubert Schubert.